Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Eigentlich einer neuen Folge Food Total. Eigentlich aber auch nicht, weil hat es ja Ewigkeit nicht gegeben, dieses Format. Ich glaube, es gab sowieso auch nur eine Folge, wo ich das Food Total genannt habe. Aber wir befinden uns gerade offensichtlich auf der Autobahn und sind auf dem Rückweg von Dänemark zurück nach Hause in den schönen Norden. Also wir fahren aus dem Norden in den Süden, aber wir fahren im Norden von Deutschland. Naja, ich habe mir gedacht, nach den 3-4 Stunden Autofahrt, die wir so vor uns haben, ist doch nichts besser als eine schöne Belohnung in Form eines richtig guten Döners. Und zwar werden wir fahren in die Leverkusenstraße in Hamburg zu Kurtulan. Kurtulan Kebabhaus, glaube ich, ist die genaue Bezeichnung. Denn ich war da schon 2-3 Mal und es ist meiner Meinung nach, ich würde sagen, der beste Döner Hamburgs. Und weil ich da lange nicht mehr war, fahren wir da hin. Und wenn wir da sind, seid ihr dabei. Also, bis später. So, Freunde, Hamburg. Direkt Stau, ist ein Träumchen, aber wir haben es bald geschafft. Kurze Zwischennotiz von mir an der Stelle. Wir sind von auf der Autobahn gefahren, ich hatte spontan Bock auf das Shindy-Album. An alle Deutschrap-Fans, an alle Shindy-Fans, es ist wieder die Zeit. Die Sonne scheint, wir haben Juni, es ist Sommer. Hört das Drama-Album von Shindy. Es ist einfach das beste Album für den Sommer. Es gibt nichts anderes. Ja, wir melden uns gleich, wenn wir bei Kurtulan sind. Ich habe unfassbar Hunger. Habe ich schon verraten, dass Kurtulan ist eigentlich vorhin? Oder was ist jetzt ein Spoiler? Naja, egal. Bis gleich. So, erstmal Brot. Unser Brot ist ohne Hefe. Nur Mehl und Salz, Milch, Wasser, mehr nicht. Selbst gebacken auch? Selbstgemachtes. Traumhaft. So, oh, wir wollen jetzt einen leckeren Döner, oder? Ja, bitte, den sehr leckersten, gerne. Den leckersten. Sehr gerne. Wollen wir mit Hähnchen kalt gemischt? Kalt, bitte. Sehr gerne. Und das sieht aus, nur Rindfleisch, ja? 100%. Das ist heute genau. Kaltfleisch und Hähnchen haben wir heute. Traumhaft. Sehr gerne. Machst du selber auch den Spieß, ne? Das ist durch die Hände, ja, ein Produkt. So kenne ich original den Laden. Super. Ja, ist ja heute nicht mehr selbstverständlich, dass das selber gemacht wird. Wir sind von klein an, wir sind dabei in der Branche. Und daher, Döner ist eine Essenkultur. Gehört zum unverzichtbaren Mahlzeit. Das ist richtig, ja. Das ist Döner. Aber wenn man richtig macht. Ist nicht leicht heute, guten Döner zu bekommen. Nee. So. Früher, das hat man alles per Hand geschnitten, per Messer. Und heutzutage ist nicht mehr die Rede davon. So. Erstmal. So. Und jetzt unsere Brot. Sagst du Döner mit oder lieber Döner ohne Soße? Was ist besser? Was ist original? Original ist ohne Soße. Dann machen wir heute auch ohne, bitte. Nur ein kleines bisschen scharf am Ende, ja? Kleines bisschen. Mach ich gerne. Original besteht, also unsere Version, ja, besteht aus 7 Tomaten Petersilie. Dann machen wir nur so, bitte. Ja? Genauso. Sehr gerne. Weil unsere Fleischqualität braucht keine Soße. Ja. So. Und darf ein bisschen scharf sein, ne? Ja. Und noch ein bisschen Fleisch wollen wir, ne? Fleisch ist gut. Ja, Mann. So. Und eine Peperoni kriegst du auch. Einfach. Dann noch eine. So. Ohne Soße halt, ne? Ja. So, Baba.
Wow. Essen ist fertig. Vielen Dank. Das ist unsere Döner. So. Wow. Perfekt. So. Lass es dir gut schmecken, du. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Bon Appetit, du. Danke. Ja, Leute, ihr habt's gehört. Original nur Zwiebeln, Tomate, Petersilie, Fleisch. Keine Soße. Ich war letztens ja in Wien bei Ferhat Döner und da war das genauso. Und ich lasse mir den jetzt mal schmecken und dann würde ich mich danach mit einem Fazit melden. Was haltet ihr davon? Also, bis gleich. Keine Soße braucht und der Döner nicht in Soße ertränkt ist, sondern man wirklich das Fleisch schmeckt, die frische Petersilie, die frischen Tomaten, die frischen Zwiebeln und das einfach alles eine super geile Komposition ergibt. Ja, ich melde mich gleich noch mit dem Fazit, lass mir das jetzt erstmal hier schmecken, aber ich sage euch schon mal so viel, besser Döner. Ja, Freunde, wir sind fertig und wir müssen jetzt noch ein bisschen was erledigen, aber es gibt jetzt mein Fazit. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen gesagt und ihr habt es jetzt ja auch gesehen. Ich habe ja auch ein paar Außenaufnahmen gemacht und ihr habt es innen auch so ein bisschen gesehen. Unauffällig von außen, ja, spartanisch, sage ich mal. Von innen auch nicht viel Schigimicki. Aber das, worauf es ankommt, das Entscheidende, das ist der Döner. Und das ist auch die Freundlichkeit desjenigen, der es verkauft. Und das ist hier bei 5 von 5 Sternen. Ja? Ich sage manchmal, sage ich, ich würde gerne 6 geben. Kann ich nicht. Ja. 5 von 5 von mir. Farouk, mega, mega nett, mega freundlich. Ihr habt ihn ja im Video gesehen. Ich habe auch eben noch kurz mit ihm gesprochen. Er hat gefragt, hey, wo wird es denn ausgestrahlt und so. Habe ich ihm gesagt, ja, YouTube, wie mein Kanal genannt. Sagt er, weißt du, was ich richtig cool fand? Dass du reinkommst, dass du fragst, ist es okay? Und eigentlich darf er aktuell gar nicht Menschen reinlassen, weil sein Laden zu klein ist und er irgendwie im Umbau ist und keine Ahnung. Und eigentlich lässt er niemanden rein. Und ich habe ihn aber gefragt, ob wir das Video machen können und ob er Lust hat. Und er hat gesagt, klar, komm rein und ich erzähle ein bisschen was. Und sowas ist mega freundlich. Und wenn dann noch die Qualität des Produktes stimmt, dann ist alles perfekt. Dann würde ich theoretisch, klingt jetzt abgehoben und blöd, aber ich würde an der Stelle nicht mal nach dem Preis fragen. Ja? Der Döner kostet 8,50 Euro. Finde ich vollkommen angemessen, vollkommen in Ordnung für die Qualität, dafür, dass wir hier mitten in Hamburg sind, wenn man mal an Mieten und so weiter denkt, voll okay, wirklich. Und das ist, auch wenn es jetzt keine Spitzengastronomie ist, aber das ist Döner, wie er sein sollte. Ja? Wir sprechen hier nicht von einem Sterneladen oder so, sondern wir sprechen hier von Döner und so soll Döner sein, so muss Döner einfach sein. Herzlich gemacht, mit Liebe gemacht, handgemacht im besten Falle. Mit guter Qualität, ihr habt es gehört, Brot selber backen, keine Hefe drin, nur, was hat er gesagt, Wasser, Mehl und Salz, glaube ich, hat er gesagt, selber backen. Die Spieße macht er komplett selber, kein Hackbrätgemisch, alles ja, geschnitten und geschichtet, so traumhaft. Und dann wirklich mein Tipp von mir an euch, bestellt mal, wenn ihr einen guten Dönerladen habt, den Döner so, wie es im Original gehört und wie derjenige, der den Laden betreibt, es euch empfehlen würde. Ja, weil wenn das Fleisch gut ist, der Salat frisch und es wirklich nur diese knackigen Tomaten sind, knackige Zwiebeln und dann diese frische Petersilie, die dem Ganzen noch so eine ganz besondere... Ach, das ist ein Traum. Ja, ein bisschen Salz rüber, ein bisschen Pfeffer rüber, ein bisschen scharfes... Och, Freunde, was soll ich euch noch sagen? Ja, das müsst ihr erlebt haben. Also, bester Döner Hamburgs für mich, definitiv. Gruß geht raus an Kurtulan. Das muss mir erstmal irgendjemand in Hamburg toppen. Geht da hin, nur von Montags bis Freitags. Der gute Mann hat nicht am Wochenende geöffnet, da erholt er sich. Ja, das hat er sich auch verdient. Also, schaut bei Farouk vorbei, das lohnt sich. Schreibt mal, wo ich auf jeden Fall noch einen Döner testen sollte in Hamburg, wo sich das lohnt. Und vielleicht auch, was ihr als nächste Food-Total-Folge sehen wollt. Ja, vielleicht ist es ja ein Format, was wir hier wieder ein bisschen mehr beleben werden. Und dann würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.
Peace.